Willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute machen wir Lammkoteletts und wie mich kennt, nicht einfach irgendwelche Lammkoteletts, sondern wir machen heute gepökelte Lammkoteletts. Und da gepökelte Lammkoteletts ja nun nicht jedermanns Sache sind, habe ich noch was anderes Gutes dazu. Wenn ihr kein Lamm mögt, müsst ihr auf alle Fälle das ausprobieren. Und zwar hier, man sieht es auf dem weißen Teller kaum, und zwar eine richtig geile Feta-Creme. Die ist absoluter Wahnsinn. Deshalb wünsche ich euch jetzt richtig viel Spaß beim Zugucken. Da wir es wie immer einfach, schnell und lecker haben wollen, zeige ich euch sofort, was wir dafür brauchen. Schaut mal her. Und zwar für unsere Feta-Creme brauchen wir einfach bloß eine Schüssel. Dann, wenn Männer kochen oder grillen, brauchen die immer Maschinen, deshalb einen Pürierstab. Dann habe ich hier 250 Gramm so Feta-Käse, so einen weißen Käse, handelsüblich. Zwei schöne große Knoblauchzehen sind ganz wichtig. Dann eine halbe Tasse Öl, das ist normal Haushaltsöl. Und ein bisschen mehr als eine halbe Tasse Milch. Für unsere Marinade brauchen wir 400 Milliliter Wasser. Dann habe ich hier zwei Zwiebeln, die sind schön klein püriert. An die Würzen, an die Marinade kommt dazu ein Teelöffel Korianderpulver, anderthalb Teelöffel grob gemahlenen Pfeffer und anderthalb Esslöffel so grobes Meersalz. An Kräutern habe ich noch einen kleinen Bund von frischem Koriander und zwei Zweige Rosmarin dazu. Das Fleisch, was wir dafür brauchen, das sind hier unsere richtig coole Lammkoteletts. Die habe ich mir gerade frisch aus dem türkischen Supermarkt geholt. Also ich glaube, das kann was werden. Und da ein bisschen Gemüse auch mal nicht schlecht ist, haben wir hier noch drei Tomaten und zwei so eine Spitzpaprikas. Als Beilage machen wir nachher einfach schnell gegrilltes türkisches Fladenbrot. Und wie immer, wenn wir grillen, brauchen wir natürlich ein scharfes Messer und ein Brett. Dann lass uns mal gleich loslegen. Die Feta-Creme ist so unglaublich einfach zu machen, das hätte mir fast peinlich, es euch dazu zeigen. Und zwar habe ich den Feta einfach mal klein gebröselt hier rein. Dann tun wir zwei Knoblauchzehen dazu. Unsere Tasse Milch. Das Öl. Und jetzt müssen wir nur noch mit dem Pürierstab die ganze Sache klein machen. Da schalte ich euch mal kurz weg, weil das wird zu laut. Schaut mal, so sieht es aus, wenn wir es jetzt fertig püriert haben mit dem Pürierstab, ist die ganz, ganz cremig. Also die großen Stückchen müssen alle raus sein. Jetzt kosten wir mal, ob es das geworden ist. Ne, ist nichts. Macht das nicht noch. Nee, Quatsch. Die sind richtig gut. Ich habe das schon ewig nicht gehabt. Ich werde vermutlich enterbt von meiner Familie, dass ich dieses Rezept verrate. Aber ihr müsst es unbedingt ausprobieren. Das ist auch sensationell zu gegrillten Würstchen oder zu gegrillten Schweinesteaks. Ich finde, zu Rind passt es nicht ganz, aber ansonsten zu allem oder einfach nur aufs Brot. Also großartig und einfach zu machen. Da kümmern wir uns jetzt, bevor ich hier ins Schwärmen gerate, um die Marinade. So, dann kümmern wir uns um unsere Marinade. Das ist eine der wenigen Marinaden, die auf Wasserbasis funktionieren. Und zwar tun wir als erstes unsere Würzmischung, also das Salz, den Koriander und den Pfeffer rein. Und rühren das so lange, bis sich das Salz vollständig aufgelöst hat. Ich erzähle euch die ganze Zeit was von Marinade. Das ist natürlich keine Marinade, sondern eine Pökellauge. Und jetzt kommen, nachdem sich das Salz wieder aufgelöst hat, unsere Zwiebeln dazu. Jetzt vermischen wir, dass es sich so ein bisschen dünnflüssiger Brei wird. Hervorragend. Tun unsere Kräuter dazu. Mischen das einmal gut durch. Und dann legen wir einfach stückweise unsere Lammkoteletts da ein, dass die richtig schön überall bedeckt sind. So sehen unsere Lammkoteletts jetzt fertig aus. Beziehungsweise ganz fertig sind sie noch nicht. Die müssen jetzt eine Stunde durchziehen. Während des Durchziehens werden wir sie ein, zweimal wenden, dass wirklich von allen Seiten gut die Pökellauge rankommt. Und auch der Feta-Creme bekommt es gut, wenn die noch ein bisschen stehen kann. Also die werdet ihr merken, wenn ihr die selber macht, die schmeckt sogar am nächsten Tag noch mal besser als im ersten. Nachdem unsere Koteletts jetzt ungefähr eine Stunde durchgezogen sind, machen wir die jetzt erstmal so ein bisschen sauber, dass das Gröbste ab ist. Und dann ist wichtig, dass wir die trocken tupfen. Wenn wir die nass auf dem Grill tun, dann wird es echt schwierig, da ein bisschen Bräune reinzukriegen. Und Grünzeug noch grob runtersortieren, wenn wir noch ein zweites Tuch brauchen. Ich zeige euch, wie die aussehen. So, jetzt haben die richtig schön diesen Salzgeschmack und die ganzen Würze durch die Diffusion und Osmose, würden Wissenschaftler sagen, aufgenommen. Ja, und dann können wir gleich zum Grill. Den Grill habe ich jetzt volle Pulle vorgeheizt. Den Rost, der ist gut gefettet. Und jetzt geht es darum, unsere Koteletts jeweils von jeder Seite ungefähr 3 Minuten anzugrillen. Und wenn ihr seht, da sind ein paar Stücken bei. Die hat mir der Bursche an der Fleischtheke irgendwie untergemogelt.
aber nasch mal einfach, wenn keiner zuguckt. Nach 3 Minuten schlägt mir schon ein herrlicher Geruch von jedem Lammfleisch entgegen. Jetzt drehen wir mal um und gucken. Ja, da sieht man doch schon mal, so sollen die aussehen. Und jetzt drehe ich die alle rum und machen wir von der anderen Seite nochmal 3 Minuten. Nach weiteren 3 Minuten sind wir praktisch schon am Ziel. Perfekt, oder? Ich sag auch, riechen tut das hervorragend. Ich hoffe nicht, dass gleich die ganze Nachbarschaft bei mir vorbeikommt, weil sich ein bisschen Wohngebiet zieht. Das erste habe ich schon gekostet, ich bin ganz ehrlich. Jetzt toaste ich nur noch das Brot auf, hier direkt auf dem Grill. Und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen Teller. Die Grillgemüse habe ich auch gemacht, aber ich glaube, das muss ich euch nicht zeigen. Bis gleich. Unser fertiger Teller sieht jetzt genau so aus. Freunde, ich sage, es ist ein Hochgenuss. Ich habe da jetzt schon richtig, richtig Hunger, das gleich aufzuessen. Wahnsinn, oder? Ich hoffe, ihr hattet richtig Spaß beim Angucken. Ich hoffe, ihr habt noch mehr Spaß, wenn ihr diese Lammkoteletts nachgrillt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen gebt, meinen Kanal abonniert, euch vielleicht auch mal die anderen Videos anguckt oder vielleicht auf meinen Blog schaut. Deshalb bis zum nächsten Mal. Klaus grillt. Feines Grillen Barbecue. Macht's gut.